Moin moin und guten Tag, mein Name ist Doc Goy und dieses ist ein Video über eine neue Funktion, die Twitter gerade herausgebracht hat, aktuell heute zum ersten Mal. Und zwar ist es der Tweet-Button. So sieht er aus, wenn er zum Beispiel auf einem Blog eingebaut worden ist und ich zeige Ihnen jetzt Schritt für Schritt, wie Sie das machen. Dieses Video ist sowohl für Twitter als auch für meinen Blog erstellen interessant, deswegen finden Sie es eventuell zweimal. Wie Sie sehen, ist dieses hier ein Twitter-Account, mit dem ich mich nicht angemeldet habe, denn ich bin mir noch nicht gefolgt sozusagen, das kann ich jetzt machen. You are unable to follow, das ist möglich. Das hat aber andere Gründe, wenn irgendwelche Grenzen bei Twitter überschritten sind, dann kommt die Meldung, dass man niemand mehr folgen kann. Hier sehen Sie noch was Neues, gerade jetzt eben, hier sind jetzt schon Empfehlungen, die hier oben eingeblendet werden. Die stehen sonst häufig auch hier an der Seite. Jetzt werden sie auch hier eingeblendet. Ganz neues Tool von Twitter. Sehen wir jetzt auch gleich in diesem Video. So, jetzt gehen wir aber mal nach ganz unten auf der Seite. Und dort finden wir Goodies. Das hatte ich auch schon mal erklärt. Nur da ist jetzt was Neues dazugekommen. Und zwar Tweet-Button. Wenn Sie hier drauf gehen, kommen Sie auf diese Seite. Und hier können Sie jetzt Ihren Tweet-Button einstellen. Hier oben haben Sie die Wahl, wie groß der sein soll und ob angezeigt werden soll, wie oft die Seite oder dieser Button hier betätigt worden ist. Hier haben Sie drei Möglichkeiten, nur diesen kleinen, der da hier horizontal ist oder der, die übereinander stehen. Als nächstes haben Sie die Möglichkeit, hier einen eigenen Text vorzugeben, der geschrieben werden soll. Also ich baue den auf meiner Blogseite ein, also schreibe ich hier jetzt hin. Auf dieser Seite zeige ich Ihnen, wie Sie in 10 Minuten einen eigenen Blog erstellen. Dann kann ich, wenn ich will, noch einstellen, auf welche Seite denn verlinkt werden soll. Hier steht drin, nehmen Sie die Seite, wo der Button drauf ist. Das sollte man normalerweise nehmen. Sie können aber auch einen Tweet-Button irgendwo reinsetzen und auch auf eine ganz andere Seite verlinken. Dann schreiben Sie hier eben den Link rein. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf meine andere Seite verlinken will mit dem Tweet-Button, dann müsste ich das eintragen. Will ich aber nicht, also mache ich das hier oben. Und hier können Sie noch Language einstellen. Normalerweise steht da schon auf der Sprache, wie Ihre Seite ist. So schlau ist Twitter. Jetzt haben Sie noch die Möglichkeit, zwei Accounts zu empfehlen. Das können Ihre eigenen sein, also der Account, von dem Sie, mit dem Sie gerade angemeldet sind und von dem Sie das erstellen, oder Accounts, die Sie einfach gut finden. Die werden dann mit einem sogenannten Ad-Mention oder Ad-Reply auch in dem Tweet bedacht. Ich habe hier mal zwei von meinen Accounts genommen und hier ist jetzt der Code. Automatisch, während Sie hier schreiben, baut er sich hier auf und den können Sie so übernehmen. Sie können es aber auch erst einmal ausprobieren. Sie können hier drauf drücken und dann öffnet sich ein neues Fenster und so sieht das dann aus. Hier ist der Text, den ich geschrieben habe. Hier ist der verkürzte Link jetzt auf meine Seite und hier ist die erste Empfehlung via XeeButler. Das will ich jetzt aber noch nicht tweeten. Das mache ich erstmal wieder aus, denn wir wollen den ja auf den Blog einsetzen. Auch das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Alles aktivieren und dann kopieren. Und dann setzen wir das hier auf meinem Blog erstellen in 10 Minuten. Hier oben drüber gleich als erstes soll das erscheinen. Gehen wir hier auf Design. Und öffnen ein neues Gadget. Dann nehmen wir hier natürlich wieder HTML und JavaScript. Überschrift muss da nicht rein. Und hier kopieren wir jetzt einfach den HTML-Code rein. Gehen auf Speichern. Speichern das da sicherheitshalber auch nochmal. Und schauen uns den Blog an, wie der denn jetzt aussieht. Und hier baut es sich auf und hier oben als erstes steht Teilen. Das ist hier der kleine Button, den ich ausgewählt habe. Ich
mach das jetzt nochmal eben, ich wollte eigentlich den mit der Zahl haben. So, hier haben Sie es ja schon gesehen, hier ist der mit der Anzahl. Ich weiß nicht, momentan stellt er sich quer auf diesem Beispielblock. Wie auch immer, jetzt zeige ich Ihnen, wenn jemand Ihre Seite besucht, kann er hier drauf drücken und kann dann den von Ihnen vorgegebenen Text twittern. Das ist jetzt wieder diese Seite hier. Dort ist der Link auf Ihr Profil. Hier ist die erste Empfehlung und jetzt wird das abgesendet. Und jetzt kommt was ganz Tolles. Jetzt öffnet sich sofort noch eine Seite und die beiden Profile, die Sie eingegeben haben, nämlich diese beiden hier, stehen jetzt hier gleich drin und wenn dem noch nicht gefolgt wird, können Sie jetzt hier direkt von hier aus dem Profil folgen. Also die beiden, die Sie empfohlen haben, kann derjenige, der den Tweet abgeschickt hat, jetzt sofort und unkompliziert folgen und dann kann er die Seite wieder schließen. So, jetzt gucke ich mir noch einmal auf dem Twitter-Account, den ich dafür genutzt habe, an, ob die Tweets auch angekommen sind. Gehe ich dann auf Profil. Ach ja, Mensch, hier unten steht er ja schon. Auf dieser Seite zeige ich Ihnen, wie Sie in 10 Minuten einen eigenen Blog erstellen. Und hier ist der Link. Und hier ist die Empfehlung, die ich gegeben habe. Dem bin ich jetzt schon gefolgt. Und das war die super tolle Idee von dem Tweet-Button, den Sie einbinden können. Hier Share with your network über Twitter. Und Sie können da sehr viel einstellen und haben sehr viele Möglichkeiten, das nach Ihren Wünschen hier zu ändern. Also das ist eine sehr gute und gut gelungene Idee. Sie können zwei Twitter-Profile empfehlen, denen sofort gefolgt werden kann. Sie können den Text persönlich gestalten. Sie können sogar auf eine andere Seite als auf der, wo der Button drauf ist, weiterleiten. Gute Idee von Twitter, toll umgesetzt. Das ist jetzt das neueste Video. Hier probiere ich das auch einfach nochmal aus. Da ist ein anderer Text, Tweet. Und dem Xie-Butler folge schon. Hier kommt keine Empfehlung, weil den beiden, die dort empfohlen werden, den folge ich schon. Und das Bild geht automatisch weg. Und hier sehen Sie jetzt, es ist einmal getweetet worden. Hier steht jetzt eine 1, so wie Sie es gehört. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem neuen Tool von Twitter. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Mein Name ist Dr. Reinhard Goy, Doc Goy, der Twit-Doc. Und tschüss.